würde mal sagen, bevor die Evoli Raids machen, war ich ja alles zu seiner Zeit. Warte mal, dieses Ding habe ich auch gar nicht, noch gar nicht. So, ich muss aber wieder hier hoch. Der nächste ist gar nicht mal so weit von der Stadt entfernt. Erstmal, oh, hier ist irgendwas. Gehen wir mal dahin. Hier ist so ein komisches Pflanzen-Pokémon, was ich gerade nicht einordnen kann. Oh Gott. Komm, fang mal. Ich weiß ja nicht, welche Form ich jetzt der ist noch paralysiert. Nein! Was passiert, Dark? Was du hast. Wer hat dich hier geschlagen? Es setzt ein äußerst brutales Temperament, um seinen Gegner auszuschalten, nimmt dieses Pokémon sogar Verletzungen in Kauf. Ich muss auch mal wieder meine Box sortieren. Das mache ich bei Zeiten. Kann ich da rauf? Nee. Ja, doch schon, aber anders. Leck mich doch. Das nächste ist gar nicht weit von hier. Die sind alle nicht mehr wirklich weit. Frage ist nur, ob ich da hinkomme. Da ist ein Pokémon-Sender, das wäre nicht schlecht. Oh, hier gibt es Nachtaras. Und wie gesagt, ein Pokémon, was ich noch gar nicht zuordnen kann.
Vielleicht ist es was, was ich kenne, nur es sieht so komisch aus. Da vorne ist es gefährlich, ja, hier auch. Pass mal auf. Zeig dir, wie gefährlich es hier ist. Das Gebiet da vorne ist gefährlich. Die Pokémon sind super stark. Willst du mir etwas sagen, du bist schwach? Ein Blitzsiegel! Scheiße, das habe ich immer noch nicht gefangen. Tatsache, die sind wieder schwächer geworden. Wir sind wieder in einem. Oh, Blitzfang, okay! Das ist halt auch ein. Wasser, Elektro. Komm, ich verprügel es. Ein Mehekel? Aua. Du bist ja noch gefährlicher. Hoffentlich falle ich nicht, soll ich schubsen? Na, ah, hast du mich erschreckt, was? Du willst kämpfen? Okay. Ein Ditto! Sagen wir mal so, durch dieses Ditto hätte ich jetzt erfahren, wo Ditto gibt. Boah, stellt euch mal vor, in einer Generation würde es kein Ditto geben. Ich bin nur froh, dass ich vor lauter Schreck nicht hinuntergestürzt bin. Keine Möglichkeit zu züchten. Dich habe ich schon herausgefordert, dann war ich schon mal hier. Oh, das ist ein Mickrig. Scheiße, das nächste ist nicht da, wo ich gesagt habe. Natürlich ist da eins. Aber das am nächsten liegende ist hier oben drauf. Die Frage ist nur, wo hier? Im Tunnel? Na, das hab ich sogar schon. Wofür ist die Gene aus dem Weg? Na stimmt, hier war es klar, hier habe ich ja schon. Wir sind bei dieser Dreier-Plattform. Das war eine Pokémon-Trainerin, dann ist das Flugtaxi nämlich kostenlos für dich.
Deadlift, so siehst du aus. Der Kranowitz. Gravalu? Ups. Ich muss übrigens sagen, dieser Akiba Made War Anime ist gar nicht mal so schlecht. Die erste Folge war zwar etwas over, aber die ist jetzt nicht so krass over die ganze Zeit. Du bist eindeutig eine Trainerin. Ich muss den Anime Marcelina vorschlagen. Ich glaube, ihr Geschmack trifft es bestimmt. Wie ist doch. Ganz ehrlich, die hätte ich niemals gefunden oder so, ne? Komm ich da hin? Er kann ja nur schweben. Das ist nicht gut. Denn ich glaube, das ist höher. Obwohl, ich könnte es ja mal testen, wo ich da hinkomme. Ah, wieder falsche Knopf! Ich konnte. Die westliche Zone 1 wird vom Wind beherrscht. Wusch, wusch! Ich mach mit dir gleich einen Wusch. Akademie-Schüler. Als ob so ein kleiner Bub an der Akademie ist, ey. Die sollten mal die ganzen kleinen Kindertrainer rausnehmen. Das ist so un... Verstehe ich halt nicht. Ne? Das ist doch nur so ein...
kommen hier. Ich meine, der Knirps ist doch gerade mal 5 oder so. Wie gesagt, die haben uns weiß gemacht, so ab 10 wird man Pokémon-Trainer, bekommt man sein erstes Pokémon. Und dann ist er so ein Knirps. Ja. So ein Knirps ist sogar bei den Top 4 dabei. Haben wir ja schon kennengelernt. So, wie viele Gierspenstmünzen haben wir denn mittlerweile? Oh, fast die Hälfte. Hey! Hey du, ich bin per Anhalter unterwegs. Kannst du mich auf deinem Reit-Pokémon mitnehmen? Nein! Deine Pokémon haben mich ganz schön mitgenommen. Au! Nein! Pokémon Center freigeschaltet. Aber hier ist kein netter Typ, der mir was gibt. Aber jetzt ist es eine Schnellreise. Na, noch ein Trainer. Wenn ich gewinne, wirst du nicht. Wenn ich gewinne, musst du meine CD kaufen. Nimm dich nicht mal mehr ernst. Ich bin halt in einem Gebiet, wo es Level halt. Ja. Was? Niemand kauft heutzutage noch CDs? Versuch's mal mit MP3 oder so. So, hier kann ich rauf. Da war ich glaube noch nicht. Da oben wartet nämlich wieder ein Gespenst auf mich. Oder auch nicht.
Verdammt. Wo bin ich denn hier gelandet? Hier ist auf jeden Fall eine Höhle. Die mich dann doch neugierig macht. Gehen wir mal reingucken. Ah, ne, so spektakulär war es nicht. So, drei haben wir noch. Dann fangen wir ein. Oh Gott. Das so gut ist. Das hat doch so scheiß Höhen, ne? Der Fosa. Muss ich doch bestimmt ganz nach oben und ihn werfen oder so. Warte mal, hier gibt's doch Kleidergeschäft, ne? Das ist... Ach komm! Gucken wir mal, was es für Frisuren gibt. Vielleicht gibt es doch eine Frisur, die nicht am Anfang dabei war. Wir sind neue dabei, ja. Weil das sind nämlich alles Mädchenfrisuren. Diesmal keine jungen Frisuren dabei, glaube ich. Obwohl... Oh, cute. Nicht cute. Oh mein Gott! Es gibt einfach keine gescheite Frisur, die mir sonst gefällt. Obwohl, ja, ein paar tolle Frisuren gab es schon, aber die Standard ist immer noch die hübscheste, finde ich. Also sie passt halt zu unserem Charakter.
Auch hässlich. Zu teurer Laden. So, jetzt sind es nur noch zwei Siegel. Die sind nicht schwer. Glaube ich. Eins ist da. Eins ist da. Eins da ist. Vielleicht kommt man da doch schwer ran. Wasserstall. Das Team haben wir ja schon erledigt. Da oben drauf. Zwei von vier. Du sammelst die Legis ja schneller als ich. Das geht ja mal gar nicht. Oh Mann, diese scheiß Pokémon! Hör auf, hier mir auf dem Weg rumzufahren! Wie komme ich da hin? Oh. Ich fahre einfach geradeaus, weiter und dann biege ich hier ab. Das klingt nach einem Plan. Hast du nun eigentlich schon alle Orden? Oder fehlt dir da auch noch was?
Nice. Ich möchte einen wunderbaren Preis gewinnen, also lass uns kämpfen. Akademie-Schülerin Wanda fordert dich heraus. Ich sollte mal wieder speichern, ich habe mit dem Autosave noch nicht wieder drin. Du bist storytechnisch komplett fertig. So. Ah, warte, was? Ich kann sogar einen Kampf abbrechen? Ups. Ich hatte jetzt gerade irgendwie im Kopf, ich wäre wieder einem wilden Pokémon begegnet. Okay, das ist mir neu. Normalerweise sagt es mir immer, man kann aus solchen Kämpfen nicht fliehen. Das ist mir ja neu, dass man das kann. Das erhöht meine Anzahl an Siegen jetzt nicht. Nee. Ach nein, hier schon wieder ein Trainer. Ich kann die halt nicht auslassen, ne? Ich krieg einfach nichts auf die Reihe. Ja, kriegst du auch nicht. Kriegst gleich voll die Schelle. Ein Kufanti. Die mache ich eigentlich nur, damit ich... damit sie gemacht sind. Siehst du? Ich bin hoffnungslos schlecht. Trainier mal ein Pokémon, dann schaffst du es schon. Wie soll ich denn da rankommen? Hier geht's wieder runter. Da geht's rauf. Vielleicht kann ich von da aus rüberspringen. Also hast du deinen Urlaub sozusagen schon gut genutzt. Ich glaube, deine optimale Herausforderung fehlt noch. Und zwar ein Kampf gegen mich.
Komm, 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 ja, das sieht gut aus. Das sieht mega gut aus. Das Problem ist, du kennst meine Pokémon, du kannst dir eine Strategie erarbeiten. Das war der letzte. Aus Richtung des Schreins ertönt ein seltsamer Ruf. Ah, ich war da noch nie. Klar doch. Wenn ich da noch nie war, kann ich da auch noch nicht hinfliegen. Mist, ich hätte da wenigstens einmal hingemusst. Was willst du denn? Wo finde ich nur die Schreine, in denen die Unheils-Pokémon versiegelt wurden? Egal, ob es effektiv ist oder nicht. Weg ist weg. Das Level ist zu groß. Mit dem Pokémon willst du das Unheils-Pokémon finden? Bist du verrückt? Ah, ein Unheil ist über mich hereingebrochen. Ja. Warte mal, geradeaus. Oh ja.
Dann versuchen wir es mal. Leise Geräusche dringen aus dem Inneren des Schreins hervor. Möchtest du den Schrein berühren? Ja. Ja, wie cool ist das denn? Bau, bau. Ja, wer bist du denn? Bao Jian. Ach, die heißen alle Jian, ne? Okay, Dönerwelle! Steck das! Jawohl! Ah, verdammt! Warum? Das war meine Chance! Oh, Gott sei Dank! Das darf immer noch anfangen, egal. Kimo, hast deinen Job gemacht! Du kriegst dafür Bonbons. Später. Los, Akainu, deine Rolle. Es ist ein Eis-Pokémon. Aber bitte nicht töten. Gefangen! Ich glaube, Dark wird mich hassen. Der Hass derjenigen, die vor langer Zeit durch das Schwert umkamen, hüllte sich in Schnee und wurde zu diesem Pokémon. Möchtest du dem Bao Jian einen Spitznamen geben? Nein. Ein Ball. Es hat ein Ball gebraucht.